Willkommen, es geht wieder um die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, und wir stellen uns die Praxissituation vor, dass Ihr Chef sagt, machen Sie mich mal schlau. Was müssen wir denn tun? Dafür gehen wir gedanklich ein bisschen in der Zeit zurück, denn die Datenschutzgrundverordnung ist ja jetzt nicht ganz brandneu. Wir stellen uns also vor, dass wir ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Und der Chef sagt, was Chefs oft sagen in der Praxis, machen Sie mich mal schlau. Ich habe da gehört, da ist wieder irgendwas, müssen wir wieder irgendwas umsetzen oder betrifft uns das nicht. Und dann müssen Sie Ihren Chef strukturiert informieren. Und das Gleiche oder ähnlich kann diese Situation natürlich auch in der Prüfung gefragt werden, denn die Prüfung ist ja handlungsorientiert und das ist genau eine Praxissituation, wie sie sehr oft vorkommt. Also tun wir das, machen wir unseren Chef schlau, und der erste Punkt ist die Zulässigkeit der Datenverarbeitung. Wir gehen jetzt davon aus, das haben wir jetzt schon rausgehört, dass der Chef bereits weiß, dass das aus Richtung EU kommt, dass eine Verordnung ein europäisches Gesetz ist und dass er auch weiß, was Datenverarbeitung ist. Das ist im Prinzip alles, was man mit Daten macht. Sie erfassen, sie speichern, sie ändern und so weiter. Das ist alles Datenverarbeitung. Und er weiß auch bereits, dass alle Unternehmen im Rahmen der EU davon betroffen sind. Das habe ich an anderer Stelle bereits erläutert. Das spare ich mir jetzt hier in dieser Mindmap. Das setzen wir also voraus, auch bei unserem Chef, den wir jetzt hier schlau machen sollen. So, Zulässigkeit der Datenverarbeitung bedeutet allgemein gesagt, wir brauchen Gründe. Wir brauchen eine Rechtfertigung dafür, dass wir Daten verarbeiten. Irgendwelche Daten, Daten von Kunden, Daten von Interessenten, was immer, das muss zulässig sein. Sollen wir jetzt hier weiter, noch sehr viel weiter in Details gehen? Nein, der Chef will erstmal einen Überblick haben. Wir sollten uns jetzt hier nicht zu sehr aufhalten. Wir können kurz sagen, ein Grund wird gebraucht. Ja, und dann können wir das später immer noch genauer erläutern. Was kann der Grund sein? Und zum Beispiel, dass wir einen Kaufvertrag geschlossen haben mit einem Kunden. Da müssen wir schon die Daten speichern, vor allem wenn der Kunde im Versandhandel bestellt hat und wir ihm das Produkt an seine postalische Anschrift schicken sollen. Genauso ein anderer Grund könnte sein, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, gewisse Daten zu speichern. Denken Sie allein an die steuerlichen Pflichten, dass wir also Steuerunterlagen im Prinzip, wenn wir die Geschäftsbriefe mal weglassen, 10 Jahre aufbewahren müssen. Also kurz gesagt, wir brauchen einen Grund, damit die Datenverarbeitung zulässig ist. Dann, lieber Chef, wird in der Datenschutzgrundverordnung ausdrücklich erläutert, die Rechte der Betroffenen. Die Rechte der Betroffenen. Oh, sagt der Chef, das ist ja interessant. Also unsere Kunden haben da gewisse Rechte. Also mit anderen Worten, die können uns da Ärger machen. Ja, und im Prinzip lautet die Antwort auf diese Frage ja. Die Kunden oder Interessenten oder von wem immer wir Daten gespeichert haben, können uns hier Ärger machen. Rechte der Betroffenen beziehen sich zum Beispiel auf Auskunft, Korrektur, Löschung. Das sind Beispiele. Auch hier gehen wir nicht zu sehr ins Detail, denn der Chef möchte jetzt erstmal einen Überblick haben. Wir können danach, das ist das Schöne auch an diesem Mindmapping, können wir eine eigene Mindmapping machen. Da schreiben wir Rechte DSGVO, Rechte der Betroffenen, schreiben wir in die Mitte, da wo das jetzt hier steht, und gehen hier ausführlich drauf ein. Hier geben wir nur 1, 2, 3 Beispiele, damit der Chef eine Vorstellung hat, was denn Rechte der Betroffenen sein könnten.
Das dritte ist der Datenschutzbeauftragte. Nun, das kennen wir schon, das steht auch im Bundesdatenschutzgesetz. Wir brauchen also unter gewissen Voraussetzungen einen Datenschutzbeauftragten für bestimmte Unternehmen. Und zwar Unternehmen, bei denen mindestens 20 Mitarbeiter mit der ständigen Bearbeitung von personenbezogenen Daten beschäftigt sind. Auch hier wieder eine Unterstellung. Wir unterstellen, dass der Chef weiß, was personenbezogene Daten sind. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Personenbezogene Daten sind irgendwelche Daten, die man einer Person zuordnen kann. Personenbezogen, da steckt es drin im Wort. Der Bezug ist also das Entscheidende, die Zuordnung ist das Entscheidende. Nicht, ob die Daten sensibel sind oder nicht, nur dass man die Daten jemandem zuordnen kann. So, und diese Daten werden besonders geschützt, personenbezogene Daten. Und wenn da mindestens 20 Mitarbeiter daran arbeiten, dass sie personenbezogene Daten verarbeiten, dann brauchen wir einen Datenschutzbeauftragten. Aber das wird jetzt nicht so sensationell neu sein für den Chef. Der wird da nicht aus allen Wolken fallen, weil das ist schon im Bundesdatenschutzgesetz geregelt. Dann Ausweispflicht auf Webseiten. Ja, es gibt also gewisse, sagen wir, Hinweise, zum Beispiel die Datenschutzerklärung, die wir geben müssen auf unseren Webseiten. Das heißt also, es könnte sein, dass es nochmal nötig ist, die Webseiten des Unternehmens zu überprüfen, ob man hier auch den Ansprüchen genügt. Dann brauchen wir Datenschutzverträge. Was ist das denn, fragt der Chef. Nun, Datenschutzverträge beziehen sich auf Kooperationspartner, also mit Kooperationspartnern. Wenn wir also zum Beispiel teilweise Datenverarbeitung ausgelagert haben, Outsourcing, wie das so schön immer hieß, dann müssen wir diese Kooperationspartner durch Datenschutzverträge dazu verpflichten, dass sie auch den Datenschutz beachten. Und der letzte Punkt, damit der Chef den Überblick hat, lautet Rechenschaft und Datensicherheit. Ich habe hier um die grundlegenden Äste nicht, die Zahl der grundlegenden Äste nicht zu groß werden zu lassen, habe ich hier im Prinzip zwei Punkte zusammengefasst, nämlich Rechenschaft und Datensicherheit. Denn hier gibt es ein paar Unterpunkte, die ich kurz auflisten möchte. Und zwar einmal haben wir einen Rechenschaftsbericht zu erstellen. Rechenschaftsbericht. Das muss der Datenschutzbeauftragte machen. Ein Rechenschaftsbericht. Dann die Pflicht zur Meldung von Datenpannen. Was ist eine Datenpanne? Zum Beispiel, wir werden gehackt. Ja, dann muss man das der Aufsichtsbehörde melden. Aha, es gibt also eine Aufsichtsbehörde. In der Tat. Ja, man kann sich auch über zum Beispiel den Datenschutz eines Unternehmens beschweren bei der entsprechenden Datenschutzbehörde. So, und dann natürlich die Datensicherheit ist Schutz vor Zugriff unbefugter. Das verstehen wir unter Datensicherheit. So, damit haben wir 6 Punkte und der Chef hat jetzt erstmal einen Überblick. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, die ein Chef dann stellt, haben wir das auch alles jetzt beachtet oder müssen wir noch was tun? Ja, und da muss man jetzt diese Punkte im Einzelnen prüfen. Zum Beispiel ist die Datenverarbeitung in jedem Fall zulässig. Haben wir in jedem Fall einen Grund? Denn
Der Betroffene, dessen Daten wir unzulässig verarbeitet haben, hat gewisse Rechte. Der kann sich auch beschweren bei der Aufsichtsbehörde. Ja, Auskunft, Korrektur, Löschung und ein quasi Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörde. So, und das kann unangenehm sein und deswegen sollten wir schon sicherstellen, dass wir nur Daten verarbeiten, die wir auch zulässigerweise verarbeiten dürfen. Die Datenschutzgrundverordnung sagt ja ausdrücklich, Daten eher nicht bearbeiten, es sei denn, es gibt ausdrückliche Gründe. So, dann der Datenschutzbeauftragte, der auch für viele dieser Dinge hier zuständig ist. Der muss zum Beispiel in seinem Rechenschaftsbericht hier zum Beispiel nachweisen, Prozesse und Dokumentation. Also Prozesse bedeutet, dass der Datenschutz durch ein System sichergestellt wird. Na, durch einen Prozess sichergestellt wird. Nicht, dass das zufällig mal passiert und mal nicht passiert, sondern dass gewisse Dinge immer zu beachten sind, zum Beispiel, wenn man Passwörter ausgibt und so etwas. Ja, das muss alles in den Rechenschaftsbericht und dafür zuständig ist der Datenschutzbeauftragte. Dann müssen natürlich die Internetseiten überprüft werden, ob die entsprechenden Hinweise gemacht sind. Und sollten wir Kooperationen haben, für die das relevant ist und im Prinzip ist das für viele Kooperationen relevant. Ja, schon, wenn ein Kooperationspartner für uns den Versand macht, dann hat er ja die Kundenadressen und damit hat er personenbezogene Daten. Und deswegen sollten wir durch entsprechende Verträge auch sicherstellen, dass auch der Kooperationspartner die DSGVO beachtet. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.